Moin, heute mal wieder eine Vorstellung zu einem Real Steel Modell und zwar das Real Steel Kikashi. Das ist ein hauseigenes Design von Real Steel selbst, kommt in der üblichen, wie ich nach wie vor finde, ansprechenden, dieser silberfarbenen Real Steel Box. Mikrofasertuch ist noch innenliegend und hier haben wir die Version mit einem Carbon G10 Laminat, hat eine Waben, eine ganz feine Struktur, Oberflächenstruktur, in der Lebendigkeit fast so wie, ja, wie die Augen, Facettenaugen eines Insekts, gefällt mir sehr gut. Wir haben hier den gefalteten Griff, den sieht man ja mittlerweile sehr häufig bei Modellen von Real Steel. Erhöht natürlich dann die Verwindungsstabilität. Kugellagersystem, flotter Flipper ist hier vorhanden. Was mir auch sehr gut gefällt ist, dass die Klinge beinahe komplett verschwindet. Also ein sehr, sehr cleanes Design. Das erinnert mich so ein bisschen an das Okasso Solstice. Das ist in der Linie sehr, sehr ähnlich, auch ein Flipper-Modell. Wir haben hier so eine, ja, japanisch anmutende Linie, Quaken-Style. Das Solstice jedoch, ich glaube, das hat S35VN und richtiges Carbon, Vollcarbon verbaut. Liegt dann auch eher so bei 200, 250 Euro. Sehr schickes Modell, aber wenn man so... Ja, so das Quaken mag, Lucas Burnley Design von Böker ja in zig Varianten aufgelegt. Und das Solstice, dann könnte man am Kikashi auch Gefallen finden. Wir haben hier ein Stonewash Finish, das mir sehr gut gefällt. Klingenstahl ist 14C28N, flach geschliffen, langgezogenes Wedge. Hier vorhanden und diese Klinge ist durchaus schneidfreudig. Da schiebe ich euch am besten mal gleich ein paar Praxisaufnahmen zu rein. Jo, und als Schneidwerkzeug konnte das Kikashi mich
Ganz eindeutig überzeugen. Wir haben ungefähr 9 cm Klingenlänge. Damit kann man gut was wegarbeiten, obwohl es durchaus filigran in seiner schlanken Anmutung aufbaut. Ist das ein stabiles Messer? Der Liner Lock hat tadellos gehalten. Da gab es überhaupt keine Probleme. Ließ sich jederzeit gut lösen. Der Zugriff hier funktioniert ganz gut. Könnte noch ein paar Grooves, also ein feines Jimping vertragen, einfach dass der Daumen sich dann noch besser fängt. So ist das durchaus eine sehr bewusste Bewegung, damit man den Liner auch ja entriegeln kann. Aber funktioniert alles ganz gut. Der Flipper sowieso läuft auf einem Kugellager. Klinge steht geschlossen mittig. Der Clip funktioniert auch gut, baut mir persönlich etwas zu, ja, zu mächtig auf. Etwas dünner gestaltet oder gleich ein Drahtclip, das wäre mir persönlich lieber gewesen. Ist wie immer aber natürlich Geschmackssache, lässt sich umsetzen. Hier die Schrauben wurden schön versenkt. Überhaupt, das ist eine schöne Anmutung auf dem ersten Blick. Ja, ich ziehe da gerne so alte Feuerzeuge noch ran. Könnte man auch denken, das wäre irgendwie ein Feuerzeug. Und als Schneidwerkzeug absolut überzeugend. Auch in der Stabilität, sagte ich ja schon. Mit dem 14C28N haben sie einen tollen, universellen Stahl gewählt. Und obwohl wir hier knapp über 20 cm haben, 20,3, haben wir im Gewicht nur 70 Gramm. Und das ist wirklich verschwindend gering, verteilt sich hier auch wunderbar. Und das ist halt wirklich ein Messer, das könnte all denen gefallen, wie schon erwähnt, die das Quaken mögen, das Solstice oder das CEO von CRKT. Nur halt hier mit ein bisschen mehr Stabilität als das CEO. Und auch noch mit dem Vorteil, zumindest jetzt gegenüber dem Solstice und dem Quaken, dass wir bei diesem Modell, ich glaube, ich habe es bei Messer und Co. für unter 50 Euro gesehen. Auf der Homepage von Real Steel, glaube ich, $50. Und das ist so der größte Vorteil dieses Messers. Also der Preis, das Quaken ja deutlich teurer, das Solstice sowieso. Das CEO bewegt sich in ähnlichen Bahnen, aber hier haben wir doch deutlich die bessere Materialwahl, wie ich finde. Auch das Design sagt mir da noch ein bisschen mehr zu. Generell muss ich sagen, das wäre wahrscheinlich ein Messer, das ich mir jetzt nicht kaufen würde. Das Quaken hatte ich schon mal eine gewisse Zeit, habe es am Ende dann doch wieder verkauft. Spricht mich schon eindeutig an, dieses Design. Ich mag es, kommt durchaus elegant, ein bisschen giftig daher. Top verarbeitet von Real Steel. Also das holt mich schon ab. Am Ende würde ich mich aber wahrscheinlich für ein anderes Modell entscheiden. Also nicht ganz mein Beuteschema. Wer aber das Design hier mag, ja, für unter 50 Euro gibt es da nichts zu meckern. Dezent auch. Die Klinge gehalten, Real Steel Schriftzug. Das schöne Stonewash Finish erwähnte ich ja schon. Das spricht mich wunderbar an. Wunderbar scharf auch die Klinge ab Werk. In letzter Zeit habe ich einige Messer von Real Steel bekommen und die waren alle ganz wunderbar ab Werk ausgeschliffen. Also da hat Real Steel scheinbar wirklich jetzt ein Augenmerk drauf. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt wenige Sachen, die abtörner sind als ja, Messer, Klingen ab Werk, die nicht scharf kommen. Da hat Real Steel hier voll abgeliefert und auch der Rest gefällt mir sehr gut. Bekommt eine ganz klare Empfehlung. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist hier hinten. Ich vermute mal, das ist hier noch eine Aufnahmefokus für ein Fangriemen. Ja, hier wird dann eine Option gegeben. Das ist ja auch eine gute Sache. Ich persönlich finde es optisch aber halt nicht so schön gelöst. Da hätte man sich vielleicht noch was anderes einfallen lassen können, aber ist halt vorhanden. Insgesamt aber gibt es hier, ja, gibt es hier einfach nichts, wo ich meckern könnte. Sehr gelungenes Modell, kannst du gut mitarbeiten. Sieht durchaus stylisch aus, ist stabil aufgebaut, ist gut bezahlbar. Ja, gut Job, Real Steel. Und abschließend noch ein paar Größenvergleiche. Hier haben wir das Perix von Real Steel.
Ist ein bisschen gedrungener, ähnlich in der Gesamtlänge. Hier haben wir ein Design von Osterpehl. Und mit den Osterpehl-Designs geht es auch weiter. Das Metamorph. Eins meiner Lieblingsmodelle, ja, neben dem Elmar Heavy Duty, wenn es um lange, dünne, giftige Modelle geht. Aber ich finde, hier hat Osterpehl wirklich ein Design rausgehauen. Ein Wahnsinn. Das wird auch in 20 Jahren noch toll aussehen. Ein großartiges Modell. Das Metamorph in der Folderversion gibt es auch in vielen Variationen als Frontflipper. Hier jetzt der Buttonlock mit den weißen G10-Schalen. Frontflipper gibt es dann noch zum Beispiel in Titan oder auch in Aluminium. Wirklich ein wunderbares, wunderbares Messer. Und auch das G-Frame. Nochmal Osterpehl. Sehr ähnlich in der Gesamtlänge. Für mich ein Top-Tipp, wenn man ein langes 42A-konformes Klappmesser sucht. Slip-Joint, sehr schneidfreudig. Ja, Real Steel. Nach wie vor neben, ja, so neben Marken wie zum Beispiel Spyderco. Mein absoluter Liebling und die hauen ein tolles Modell nach dem anderen raus. Und auch wenn ich persönlich mir das Kikashi wohl nicht kaufen würde, weil halt optisch nicht ganz mein Beuteschema ist. Das ist ein sehr gelungenes Taschenmesser. Ja, wer Lust hat, hinterlässt mal ein Feedback. Am besten sogar, oder beziehungsweise ich würde mich freuen, wenn Leute dabei sind, die dieses Modell in Nutzung haben. Jo, und ich glaube, ja, so im Großen und Ganzen war es das. Flipper dezent gehalten, das gefällt mir auch gut. Hat ein Jimping bekommen, funktioniert sehr gut mit Autorität. An Material hinter der Faser, falls ich das noch nicht gesagt habe, haben wir 0,45 mm. Also schneidfreudig dieses Modell. Ja, 70 Gramm, 20 cm lang geöffnet. Tolles Teil. Good job, Real Steel. Jo, ich bedanke mich bei Real Steel, die mir dieses Modell zur Verfügung gestellt haben, sodass ich es mal testen und vorstellen konnte. Und verbleibe wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.